Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch in meiner Bastelecke. Heute geht es um den zweiten Filter für meine Innenhalterung, für Becken Nummer 3. Das habe ich jetzt so gelöst, das wird auch Becken, also der Filter Nummer 2 wird das auch bekommen. Das ist hier eine Füllstandsanzeige, weil der untere Teil ja bis zu einem gewissen Bereich geflutet ist. Dann haben wir hier einen Rieslerteil und hier oben haben wir zwei Reihen Bürsten und eine Matte. Ich habe jetzt hier noch nicht den Einlauf, der kommt noch. Hier habe ich eigentlich die Bürsten verbaut. Die sind mit den Rohren, also mit dem Gummistückchen, auf Distanz gebracht. Somit ist auch unten hier gewährt, dass hier das Wasser vorbeiziehen kann, dass die nicht ganz am Boden stehen. Dann geht es hier in 75er Rohr. Dann mache ich mal hier schnell den Deckel zu. Hier habe ich noch, das kommt an Filter Nummer 2, kommt auch nochmal so ein Auslauf, um einfach das Wasser abzulassen. Dann habe ich mir hier ein T-Stück gemacht mit 250er Rohren. Die ganzen sind dann ein bisschen fixiert. Dann haben wir hier die Kammer dann für die Helix. Hier habe ich schon, das fällt meinem Filter Nummer 2 auch. Da habe ich eigentlich diese Lüftungsschlitze eingebaut, dass ich da erstens mal den Luftaustausch habe und zweitens, dass da keine Viecher reingehen, obwohl in der Innenhalterung ja eigentlich keine Viecher vorhanden sein sollten. Hier haben wir natürlich auch meinen Überlauf, also Notüberlauf. Ja, da kommen wir zum letzten Teil. Hier haben wir dann den teils geflutenen Bereich. Der wird bis hierhin geflutet. Das ist 2/3 des Behälters. Hier haben wir dann auch meine Füllstandsanzeige. Und natürlich geht es nach unten wieder raus. Jetzt zum Test einfach in meinen Teich. Ja, simpel aufgebaut. Somit habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten. Vor allem, weil dieses Becken dann für meine Jungfische ist. Das bekommt in der Mitte vom Behälter, kriegt das dann noch einen Schaumstoffpatronenfilter. Durch das habe ich auch hier oben nur die Bürsten gemacht und die Matte. Und nicht so wie bei meinem Filter Nummer 2, eigentlich mit dem Bogensieb. Also ich betone nochmal, Bogensieb ist kein Spaltsieb. Das sind zwei gravierende Unterschiede. Ja, bei meinem großen Filter läuft alles. Wir können noch schnell mal rübergehen. Um hier mal einen Blick reinzuwerfen. Ja, es läuft eigentlich, ich habe schon drei Tage noch nicht geputzt. Also 3 Tage. Es war auch sehr schön warm. Da gab es jede Menge Schmutz und Schmock. Aber ansonsten kann ich mich eigentlich nicht beklagen über das gute Stück. Ja. Das wäre so mein Filter Nummer 3. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wünsche euch einen ganz schönen Nachmittag und viel Spaß beim Basteln. Macht's gut, bis dahin und tschüss.